Mein Kanal WatchMax ist jetzt fast anderthalb Jahre online. Ich habe die 1000 Abonnentengrenze geknackt und damit hat sich einiges verändert. Darüber möchte ich mit euch reden und über Geld. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, heute möchte ich wieder eine Kaffeepause machen. Ihr wisst, ich bin der ganz große Kaffeetrinker. Insofern hier tatsächlich Kaffee. Und möchte mit euch heute über einige Sachen reden, die meinen Kanal und die aktuelle Situation betreffen. Ich habe die 1000 Abonnentengrenze geknackt. Und das hat mich irrsinnig gefreut. Das habe ich dir zu verdanken und jedem anderen, der zugeschaut hat, abonniert hat und meinen Kanal weiterempfohlen hat. Bin ich mächtig stolz drauf und finde ich super. Mit den 1000 Abonnenten habe ich jetzt auch die Möglichkeit, in der YouTube-Sprache meinen Kanal zu monetarisieren. Das bedeutet nichts anderes, als dass YouTube vor, in oder nach meinen Videos Werbung schalten kann. Ich habe immer gesagt, in meinen Videos wird es keine Werbung geben. Meine Videos sollen werbefrei sein. Dazu stehe ich. Es wird in meinem Video keine Werbung geben, weder eine Werbeunterbrechung durch YouTube, noch werde ich für einen Juwelier, eine Marke oder sonst irgendwas aktiv Werbung betreiben. Ich werde immer nur meine persönliche Meinung sagen. Trotzdem hat sich etwas geändert, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. Vor meinem Video ist eine ganz, ganz kurze Werbesequenz, die nach 5 oder 6 Sekunden weggeklickt werden kann. Daran verdiene ich auch Geld. Ich zeige euch gleich, wie viel Geld ich daran verdiene. Ich habe es aber nicht des Geldes wegen gemacht. Wenn ihr gleich die Zahlen seht, werdet ihr verstehen, warum. Sondern aus einem anderen Grunde. YouTube ist in diesem Punkt nicht sehr transparent, ob oder ob nicht Videos, die eine Werbung vorgeschaltet haben oder im Video selber haben, bevorteilt werden oder nicht, im Sinne von, wie oft werden sie angezeigt, wie oft werden sie empfohlen. Für mich wäre es logisch, weil YouTube an dieser Werbung ebenfalls verdient. Dann wäre es für mich auch logisch, dass sie Videos, die Werbung haben, bevorzugen und öfter vorschlagen. Und das ist genau der Grund, weswegen ich vor meinen Videos die Werbung aktiviert habe, weil ich einfach einmal testen möchte, ob ich dadurch mehr Zuschauer bekomme, beziehungsweise ob meine Videos häufiger vorgeschlagen werden. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie viel das für mich in Euro und Cent ausmacht. Ich nehme jetzt hier mein iPad und blende euch dann ein, was ich sehe. So, jetzt gehe ich einmal in mein YouTube-Studio. Hier ist die Übersichtsseite. Man sieht die Aufrufe, die Gesamtwiedergabezeit, die Abonnenten und der geschätzte Umsatz. Der geschätzte Umsatz ist der Brutto-Gesamtumsatz, der zwischen YouTube und mir geteilt wird. YouTube bekommt 45% und ich bekomme 55% vor Steuern. Das heißt, ich muss diesen Betrag noch versteuern. Wir haben hier einen 4- oder 5-Tageswert. Selbst wenn ich das auf den Monat hochrechne, ergibt das im Monat netto 10 Euro oder weniger. Also wirklich nichts, mit dem ich reich werde und nichts, was ich des Geldes wegen machen würde. Es ist hier tatsächlich ein Experiment, ob das einen Einfluss auf meine Videos hat, auf die Aufrufzahlen und auf die Art und Weise, wie YouTube meine Videos handhabt. 2 Euro, 5 Cent in 4 oder 5 Tagen, davon werde ich nicht reich. Für euch bedeutet es, dass ihr 5 oder 6 Sekunden warten müsst, bis ihr die Videos sehen könnt, denn danach könnt ihr die Werbung wegklicken. Ich werde keine Werbung schalten, die man nicht wegklicken kann. Ich werde keine Werbeüberblendungen in den Videos haben und ich werde keine Werbeunterbrechung in meinen Videos haben. Sollte das doch irgendwo einmal vorgekommen sein, dann habe ich bei der Einstellung einen Fehler gemacht und bitte euch, mich darauf hinzuweisen. Ja, das ist also meine unglaubliche Werbeeinnahme über YouTube. Ihr seht, ich werde wahrscheinlich mindestens Teilzeit noch weiterarbeiten müssen. Zum Leben reicht das noch nicht ganz. Aber ich habe auch noch eine andere Einnahmequelle. Auch das möchte ich euch sehr gerne zeigen. Ich habe unter meinen Videos Amazon-Links. Das sind die sogenannten Affiliate-Links und wer darauf klickt und ein Produkt bestellt,
bezahlt nicht mehr, aber ich bekomme einen kleinen Return, einen kleinen Kickback, einen kleinen Betrag von dem, was ihr dort gekauft habt. Das Ganze mache ich jetzt im fünften Monat und ich blende euch auch hier eine Grafik ein. Meine Bruttoeinnahmen in den letzten 4 Monaten aus diesen Affiliate-Links waren 33,36 Euro. Nur mal zum Vergleich, die Videoleuchten, die ich einsetze, um meine Videos zu machen und mich auszuleuchten, haben das Stück 100 Euro gekostet. Das heißt, wenn ich auch hier die Steuern runterrechne, müsste ich 2 Jahre lang Amazon-Einnahmen haben, um mir eine Videoleuchte kaufen zu können. Auch das reicht nicht, um reich zu werden. Es schmälert einfach ein klein wenig die Kosten, die ich habe und die ich in das Equipment stecke, um auch ständig besser zu werden und auch konstant gute und bessere Videos machen zu können. Ja, das war der Einblick, den ich euch kurz geben wollte bezüglich 1000 Abos, Werbung und meinem unglaublichen Verdienst über YouTube. Was gibt es sonst noch Neues? Ich bin mit 6 Herstellern im Gespräch, um die Uhren vorstellen zu können und eine nicht bezahlte, unentgeltliche Kooperation eingehen zu können. Leider zieht sich das bei einigen wie Kaugummi, bei einigen bin ich schon seit über 6 Monaten im Gespräch und wir sind noch nicht so weit, dass ich die Uhren bekomme und das klar ist, wie, wann, wo, was. Es ist wirklich teilweise zäh und ich kann auch nicht einfach hinfahren. Corona-bedingt kann ich auch nicht einfach zu einem Juwelier reinmarschieren. Es ist im Augenblick etwas schwer. Umso mehr freue ich mich, dass Zuschauer mir aktiv angeboten haben, ihre Uhren zu filmen und mir zur Verfügung zu stellen. Dafür von mir ein ganz, ganz dickes Daumen hoch. Finde ich absolut super, hat mich mega gefreut. Und das zeigt mir auch, dass meine Videos bei euch gut ankommen und meine Art nicht ganz verkehrt ist. Und vor allen Dingen auch, dass ihr Vertrauen darin habt, dass ich eure Uhren gut behandle, da nichts drankommt. Und das finde ich klasse. Dafür bedanke ich mich. Ihr habt bestimmt das Interview gesehen, was ich mit Matthias Klüh geführt habe. Mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass ich da technikmäßig, tonmäßig noch Luft nach oben habe, habe auch da investiert, habe mir für 180 Euro spezielle Interviewmikrofone geholt, damit der Ton beim nächsten Mal besser ist. Wenn ihr Ideen habt, mit wem ich sprechen könnte und was auch für mich machbar ist, ohne dass ich da stundenlang durch die Republik fahren muss, schreibt mir das doch mal. Vielleicht habt ihr eine Idee, einen besonderen Sammler, einen Fachmann, wen auch immer ihr vielleicht mal in einem solchen Interview hören möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich schaue mal, was sich davon realisieren und was sich davon umsetzen lässt. Ja, das nächste Video, was kommt, ist wieder ein Uhrenthema. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich eine Uhr vorstelle oder vielleicht einmal auf die Rechenfunktion der Rechenschieberlünette bei der SIN 903 eingehe. Mal schauen, eines von beiden wird es werden und danach kann ich hoffentlich wieder eine Serie starten mit einer Uhrenmarke und den entsprechenden Uhren zu dieser Marke. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für mein Werbeexperiment. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.